Feierabend. Leute sind alle weg, deswegen wollen wir noch ein schönes Video machen. Ich habe ein Projekt angefangen für einen Kunden, was ich selber ziemlich cool finde. Das war nämlich mal mein Auto. Ich habe das Auto früher selber gehabt und der war da mal wahnsinnig scharf drauf. Und er sagt, wenn du es jemals verkaufst, nehme ich das. Das war dann auch so. Es war soweit, ich wollte ihn verkaufen. Ich habe ihn angerufen. Am nächsten Tag war da, hat das Auto Cash und Bar bezahlt und hat das jetzt jahrelang gefahren. Ich habe das damals selber noch umgebaut, also für meine Zwecke. Er hat ihn eigentlich jetzt fertig gehabt. Wir haben alles mit Carbon laminiert, Lufteinlässe, bösen Blick haben wir reingesetzt, eigentlich Dachleisten, Seitenleisten, alles in Carbon, Heckklappe, alles gemacht. Aber jetzt mittlerweile, das ist schon, ich weiß nicht wie viele Jahre her, hat er sich jetzt gemeldet, das Auto fährt in München, ist jetzt wieder hergekommen zu uns in hohen Norden, weil er sagte, einmal bitte durchrestaurieren. Er soll halt einmal wieder richtig geil werden, jetzt noch ein bisschen krasser. Das sieht man hier schon die ersten Anfänge, wir haben schon mal teilweise zerlegt. Kotflügel selber war mal ein bisschen knapp, er fährt sehr breite Räder auf dem Wagen. Und es war mal sehr knapp, wir sind gezogen ohne Ende, aber das ist, weiß ich nicht, wann haben wir das Auto gemacht? Vor, ich will nicht sagen vor 10 Jahren, aber es ist bestimmt schon so lange her. Jetzt mittlerweile ist halt mal so, dass alles ein bisschen an Zahn der Zeit nagt. Und deswegen sieht das jetzt alles hier ein bisschen nicht so schön aus. Da das jetzt richtig fett wird und wir richtig viel Material hier mischen oder das Auto ein bisschen breiter machen müssen, kamen wir auf die Idee, geil, nimmst du M3-Kotflügel, super Idee. Ja, muss sagen, ich hatte keine Erfahrung, überhaupt nicht, habe noch niemals M3-Kotflügel an einem Nicht-M3 gebaut. Und ich dachte, das kann nicht so wild sein, einen M3-Coupé-Kotflügel an eine M3-Limousine zu bauen, einem normalen 3er-Limousine zu bauen. Leider ist das so, dass es komplett anders ist. Ich meine, so richtig komplett anders. Also haben wir gedacht, geil, bist du cool drauf, ne? Nimmst den nagelneuen M3-Kotflügel und schneidest einfach die Radläufe raus. Ne? Das habe ich jetzt auch gemacht, wie man sieht, da ist nichts mehr da. Hab dann angefangen, zeige ich jetzt am ersten Kotflügel, den einfach nur von außen aufzusetzen. Hab den erstmal vorgeheftet und den originalen drunter gelassen, hat den einfachen Hintergrund. Erstmal kann man es einigermaßen anpassen. Und zweitens hast du den ganz, ganz großen Vorteil, durch das Punkten, logischerweise entsteht Temperatur, der Kotflügel fängt an sich zu drehen und dadurch, wenn man ihn erstmal draufsetzt und dann innen alles rausschneidet, hast du den wahnsinnig großen Vorteil, dass halt der Verzug nicht so schlimm ist, weil die Stabilität des alten Kotflügels viel, viel größer ist. Hier sieht man das einmal grob geheftet, bei dem anderen auf der anderen Seite, da sieht das schon ein bisschen ordentlicher aus, da haben wir schon alles platt gemacht. Das wird jetzt alles noch eingezinnt, nochmal sauber bearbeitet und dann, ja, hoffe ich, dass das dann nachher ganz gut aussieht. Ich kann mal immer noch ein bisschen kurz ums Auto laufen. Tempen müssen wir schnell verwechseln. Also wenn jetzt hier, da kriege ich ein neues Fahrwerk. Da ist jetzt original ein Eibach-Gewindefahrwerk drin. Das kommt raus, kommt jetzt ein KW-Fahrwerk rein. Es kommt noch eine große Bremse drauf. Die war auf dem Auto auch schon mal drauf, kommt jetzt wieder drauf. Irgendwas mit, ich glaube, 344x30 in der 6-Kolben-Anlage. Motor haben wir schon umgebaut, das ist wieder ein 330D Motor reingekommen, ah ja genau, das ist ein Diesel, habe ich gar nicht gesagt. Ein 330D, haben ein bisschen Software gemacht, von allen drum und dran. Das Ding hat jetzt handgeschaltet und wir sind über 600 Newtonmeter, das fährt schon eigentlich ganz witzig. Ja, leider ist es schon zerlegt, ich war mal ein bisschen spät dran, wie immer. Was soll ich noch sagen? Ein bisschen Korrosion hat er überall. Hier kann man noch die Reste sehen der Carbonleisten, die wir noch alle gemacht haben. Leider sind die auch schon mittlerweile über die Jahre etwas schlechter geworden. Radläufe hinten werden auch noch mal verbreitert, weil die sind, warte, knusprig. Das muss auch mal gemacht werden hier. Ne? Die Zeit ist jetzt da, das sieht ein bisschen scheiße aus. Kriegen wir hin. Ja, man sieht's. Muss halt mal was geschehen. Damals auch schon umgebaut, auch Heckklappe, hatte ich ja gerade gesagt. Ist auch in Echtcarbon. Dann hatte ich damals schon die Stoßstangen hinten umgebaut auf Vierrohranlage. Dazu habe ich auch die ganze originale M-Stange verbreitert und das Innenstück ist auch, können wir gleich mal vielleicht da filmen, habe ich ja da drüben steht die Stoßstange davon, das müssen wir gleich auch drauf machen. Dafür habe ich die Stoßstange verbreitert und dann die Mulden hier für die Carbonecken habe ich dann selber mit dem Kumpel zusammen, der das gemacht, mit einlaminiert. Ja, wir fangen hier bei Null an. Die Farbe habt ihr bei mir schon mal gesehen, die fand der Kunde auch total geil. Ne, hat so ein bisschen was mit Blau zu tun, aber gut, okay. Die kommt hier auch drauf auf den Wagen, der war schon begeistert von.
Ja, dann müssen halt alle Sachen noch gemacht werden hier. Wir haben damals schon das Schloss rausgenommen und tausend Sachen. Das soll auch alles wieder geschehen. Aber es muss halt alles mal so ein bisschen neu. Das sieht man ja. Überall fängt ein bisschen an zu rosten. Türen fangen halt an zu gammeln. Ist leider so. Kann man nicht ändern. Tja. Hier, das Schutzschirm selber, kann man das nochmal sehen. Da musst du halt mal rumkommen. Ich hätte damals schon, weil ich sehr breite Räder gefahren habe, die Stoßstange selber, sieht man hier eine rote Linie, das habe ich vorne mal drauf gemalt. Dieses Stück habe ich komplett selber gemacht, weil damals Radabdeckung, böses Thema und es war halt zu schmal. Da musste ich diese Ecken anfertigen. Habe ich aus Styrodur, habe ich die untere Form ausgeschnitten, aufgeklebt und habe die dann so lange bearbeitet, bis sie so aussah. Dann habe ich sie laminiert, ja, und dann überlackiert. Und so ist halt diese Form entstanden, was im Original in der Stoßstange drin ist. Aber auch das ist schon wirklich lange. Das ist schon 10 Jahre dran. Weiß nicht, ob wir die Heckblende da haben. Ich die mit drinne. Wahrscheinlich die in Sicherheit. Die haben wir, glaube ich, jetzt gerade nicht liegen. Aber gut, zeige ich euch noch alles. Ich wollte euch nur so ein bisschen den Start zeigen. Auch mit den M-Kotflügeln. Ich hätte wetten können, dass die Kotflügel eigentlich relativ gut passen. Aber ja, ist leider nicht so. Also man sieht hier, der alleine schon der Startpunkt und der Endpunkt ist bei dem Coupé-Kotflügel ein ganz anderer. Klar sagen jetzt zu mir, ja, die ganzen E46-Enthusiasten, ja klar, das muss man noch wissen. Ja, ich wusste es leider nicht. Und deswegen mussten wir das alles ein bisschen kürzen. Aber das ist jetzt alles erstmal grob. Hier sehen wir das schon ein bisschen feiner, das ist schon alles ein bisschen geiler. Aber was ich sagen wollte ist, hier kann man sehen, die Originale ist einfach länger. Ne? Das muss ich jetzt abschneiden, diesen Übergang muss ich dann beiarbeiten. Das habe ich hier schon gemacht, hier sieht man das. Da sieht es dann ein bisschen ordentlicher aus, dass man den Übergang hinbekommt. Finde ich optisch sehr, sehr schön. Die Kotflügel werden ungefähr im mittleren Bereich 2,5 cm breiter und im vorderen Bereich 3 cm. Man hat ja das Problem nicht hier hinten, man hat das Problem ja meist hier oben oder vorne in den Ecken. Das ist auf alle Fälle erklärbar. Also zum Serienkotflügel macht das so 2,5 bis 3 cm aus. Dann hätten wir auch genug Platz, weil bei diesem hat das alles relativ viel geschliffen und dann passt das. Wenn es weitergeht, Step by Step, machen wir ab und zu ein paar Bilder noch und vielleicht noch so ein paar kleine Berichte und dann zeige ich euch da ein bisschen, wie das aussieht. Aber ich wollte mal sagen, ich finde das ziemlich witzig mit den Kotflügeln, dass wir nur die Radläufe umgesetzt haben. Ich wollte auch auf alle Fälle die Facelift-Blinker drin behalten. Deswegen habe ich gesagt, dann schneide ich die Kotflügel raus und mache die da rein. Ich hoffe, das wird zum Frühjahr fertig, das Auto. Muss eben schauen, wie es zeitlich ist. Wir haben mal wahnsinnig viele Projekte. Aber ich wollte das einfach mal zeigen. Alles klar, danke. Wedge out.